Moin, meine herzallerliebsten Freunde aus den Kommunen von Dörfchen und sowas mal wieder. Ja, ich habe mal wieder was mit euch zu besprechen, beziehungsweise euch mal eine Ansage zu machen. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, warum. Echt nicht? Schaut mal hier, ich zeig's euch mal. Richtig! Ich meine nämlich genau die Ortschaften, aber auch die Bürger, die in solchen Dörfchen leben, wo eine freiwillige Feuerwehr vorhanden ist, beziehungsweise vorhanden sein sollte. Und das aber nicht der Fall ist, weil nämlich keine Sau in die Feuerwehr geht! Weil wir keine Mitglieder mehr haben, Mann! Und der Nachwuchs stehen bleibt, weil keine Sau da ist! Sag mal, könnt ihr das nicht mal irgendwie fördern oder was? Wieder kein Geld da! Nee, muss man irgendwas anderes wieder machen, ne? Irgendwelche Gartenzäune, irgendwie aus Plastik oder aus irgendeinem seltenen Metall aus Dubai, wo denn so ein Mega-Gartenzaun 10.000 Euro kostet. Das ist auch ganz wichtig. Aber die Feuerwehr mal zu unterstützen, dass deinem Nachwuchs was passiert. Nein, um Gottes Willen. Wieso das denn? Und liebe Leute, die aufs Dorf ziehen, damit sie ihre Ruhe haben, nicht wie in der großen Stadt, ne? Warum geht ihr denn nicht zur Feuerwehr? Stellt euch mal vor, eure Hütte brennt und keine Sau kommt. Ja, was dann? Dann ist das Geschrei wieder groß. Aber bloß nicht selber zur Feuerwehr gehen. Das kann gesellig sein da. Das setzt man sich abends dahin. Kann man mit anderen Dörflern da sitzen. Und ein Bierchen oder eine Cola trinken oder sowas. Auf Dienstabend. Ein bisschen üben. Ja, das kann interessant sein. Ehrlich. Aber nee. Warum auch? Bloß nicht zur Feuerwehr, so eine Scheiße, gibt ja kein Geld. Scheiß aufs Ehrenamt, interessiert ja keine Sau. Da kriegst du einen Blutdruck da. Seht zu, dass ihr euch die Blauröcke anzieht da. Ab in die Remise. Und dann geht er los. Das ist überhaupt nicht schlimm, Mann. Echt, seht mal zu, dass ihr zur Feuerwehr kommt. Damit ihr auch mal ein bisschen was wirklich seid hier. Richtige Helden. Und dann seid ihr wirklich mal Leuchten auf der Kerze. Quatsch, gar nicht Leuchten auf der Kerze. Haha, guck mal. Hört sich schon richtig gut an. Da seid ihr leuchtende Kerzen auf der Torte da, du. Hier, krieg dein Zungenbrecher wie so eine Scheiße, da. Mann, du. Hätt doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch.